News und Talks für Gebildete. Der Kernsatz heute lautet: Die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus und die mangelnde Klugheit der Menschheit sind die Kernursachen alles Leidens und aller Probleme. Damit ist alles gesagt. Ein Beispiel dafür ist das mögliche Goldspiel von Marc Friedrich, und der jetzt auch eine Sendung zusammen mit Kettner gemacht hat, Kettner Goldhandel oder irgendwas ähnliches. So, gehen wir mal drauf ein. Wenn Marc Friedrich recht hätte, dann wäre es keine Abzocke. Sozusagen, wenn er recht hätte, dann wäre es so, dass er also quasi hier Wahrheitsmeme verbreitet, also ein Wahrheitsmeme-Träger ist, und er sagt, ja, es wird den Crash bis 23 oder 2023 geben, und die vielen negativen Indikatoren sozusagen werden tatsächlich in der Geldzerstörung enden, Euro oder was auch immer. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, Edelmetalle zu kaufen, Gold oder Silber oder was auch immer, um dann eben überhaupt noch was zu haben, wenn das Geld wertlos wird. Ja? Aber es kann auch sein, dass es ein typisch sozialmarktwirtschaftlicher Abzockemechanismus ist, ohne dass es ihm bewusst ist. Also nehmen wir mal an, er glaubt, also ich gehe mal davon aus, dass er das glaubt, was er sagt. Irren ist ja menschlich. Und dann, es kann ja sein, dass er ein Irrtumsmemträger ist, dass er zu den Millionen Menschen in der sozialen Milliarden Menschen in der sozialen Marktwirtschaft glaubt, gehört, die ihre gewinnbringenden Irrtümer glauben. Und dann wäre sozusagen seine Panikmache vor dem Crash etwas übertrieben sozusagen. Der Irrtumsaspekt wäre die Übertriebenheit seiner Irrtumsmeme sozusagen. Das führt dann dazu, dass die Menschen Angst bekommen und zum Beispiel bei Kettner viel Gold kaufen, das bringt denen Umsatz. Kettner schildert das auch ganz begeistert, wie der Laden brummt sozusagen und übervoll ist und die Nachfrage überschäumt. Und das Ganze kann sein, dass das Ganze letztendlich eine Werbeveranstaltung ist, wo die Leute dann dadurch verlieren, dass Gold eben nicht so die tollsten Renditen hat sozusagen. Einfach, man verliert ja schon Geld, wenn man das Gold ankauft, und wenn man es dann wieder verkauft, verliert man ja letztendlich auch Geld meistens. Und von daher, also das wäre jetzt die Frage: Ist er ein Wahrheitsmemträger, der Marc Friedrich? Dann ist das alles nützlich und gerechtfertigt. Ist er aber ein Irrtumsmemträger und all diese Crash-Propheten, also das ganze Internet ist voll von Leuten, wo ich mich immer frage, ob die nur Werbung für den Goldhandel machen, weil sie also alle von irgendwelchen Crashs, von irgendwelchem Untergang reden und vom Euro-Zusammenbruch und Bankenzusammenbruch oder was auch immer reden, ja, ist das alles nur eine Werbemaßnahme? Genauso wie der Waffenhändler in der sozialen Marktwirtschaft quasi den Menschen Angst vor einem fantasierten Überfall macht und sie dann mehr Steinäxte kaufen, und hier sozusagen macht man Angst vor einem Wirtschaftszusammenbruch, damit die Leute mehr Gold kaufen, und sind die sozusagen die Werbeplattform der Goldgeschichten, das wissen wir alles nicht. Wir wissen also nicht, ob Marc Friedrich ein Wahrheitsmemträger ist oder ein Irrtumsmemträger. Die Zeit wird es zeigen. Aber ich denke, es gibt jetzt schon in den letzten Jahren, gab es schon so viele Weltuntergangsszenarien, und davon ist keiner eingetreten. Und Naturwissenschaftler neigen sowieso nicht dazu, an irgendwelche Weltuntergangsszenarien zu schnell zu glauben, sozusagen. Ja, so viel dazu. Dann geht's weiter. Jetzt ist irgendetwas schiefgegangen. was ist jetzt passiert? Irgendwas ist passiert. So, dann
noch einmal zu erinnern, also wir haben, ich habe gerade im Internet wieder eine ganze Flut an Videos gesichtet für Sie als Zuhörer, wo also nochmal diese ganze esoterische und asiatisch-philosophische, indisch-philosophisch, asiatisch-philosophisch, chinesisch-philosophisch und so weiter, dieser ganze Kram deutlich wurde. Ich kann sie, in der Demokratie kann man den Menschen ja nicht verbieten, sozusagen aufgrund ihrer Unwissenheit, sozusagen Scharlatanen nachzufolgen. Man kann aber als Naturwissenschaftler sie nur warnen. Also Wahrheit und nicht Betrug, nicht Abzocke, nicht Scharlatanerie, da müssen Sie sich erhalten an diese Linien, ja? Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Stephen Hawking können Sie noch dazu nehmen, Gregor Mendel, Wallace, Darwin, aktuell, ja, Sarah Plaffer-Hirdy, schauen Sie sich alle in Ruhe. Das ist echte Wissenschaft. Das sind Leute, die wirklich was über Menschen wissen. Und dann geht es hier immer weiter. Das ist die Liste der zweiten Scientists for Future 2. Nur die Grünen sind die aktiven Mitglieder. Die anderen sind empfohlene Autoren sozusagen. Und da finden Sie also die, die wirklich was können, die Seriösen, ja, wo es nicht darum geht, in erster Linie irgendwie sie nur abzuzocken mit irgendwelchen Unwahrheiten. Ja, jeden Tag steht ein Dummer auf, der betrogen werden will. Das ist das Motto der ganzen, auch im Internet befindlichen Esoterik asiatischen Philosophien. Das ist alles Abzocke. Das funktioniert so ein bisschen nach dem Prinzip, ich gehe nochmal auf mein schönes Startbild zurück, nach dem Prinzip, es ist fremd, es ist exotisch, es ist irgendwo in der Ferne entdeckt worden und gefunden und das muss, hilft jetzt. Und das ist jetzt die neue Heilgeschichte und die neue Geistheilung und so weiter. Also das ist alles Scharlatanerie, Blenderei. Die Leute sind deswegen, treten so unheimlich selbstbewusst auf, weil es eben so ist, wie ich es ja eben beschrieben habe. Die Leute glauben ihre Irrtumsmeme, ja, und machen dadurch ein gutes Geschäft, können viele Kinder ernähren, weil sie viele Opfer finden, die sie abzocken können. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das ein Plädoyer für die Schulmedizin ist, denn die ist ja, haben wir ja in den ganzen Analysen schon geschrieben, die ist ja noch viel gefährlicher. Die ist ja das Gefährlichste von allem, weil die Irrtumsmeme, die gewinnbringenden Irrtümer sozusagen ja sich sozusagen so richtig professionalisiert ausgebaut wurden. Und wir haben ja gestern über den Arzt Gerd Reuter berichtet, der also ganz genau aufzeigt, wie Medizin tötet, Schulmedizin tötet und wie gefährlich sie ist. Aber deswegen, wir haben leider nur diese Blendereien, ja, und überall. Ja, und selbstbewusst treten diese Leute, unheimlich selbstbewusst treten sie auf, weil sie ihre Irrtümer selbst glauben. Ne? Und das macht ja die ganze Sache so gefährlich. Und das liegt aber daran, dass eben in der sozialen Marktwirtschaft generell der Irrtum sich ausbreitet, weil Irrtümer sich sehr oft gewinnbringend sind, breiten sich die Irrtümer massenhaft aus und die Wahrheit stirbt in der sozialen Marktwirtschaft aus oder wird zum Rinnsal und wird zum Seltenheitsfaktor. Das heißt also, die ganz generell gilt sozusagen, die soziale Marktwirtschaft ist die Krankheitsursache Nummer eins schlechthin und muss deswegen beendet werden. Und es gibt weder in der Esoterik noch in der Schulmedizin, nirgends gibt es Wahrheit, sondern überall gibt es nur Irrtum, ja. Also noch einmal der Kernsatz, der erfolgreichste Scharlatan ist der, der seine Märchen selber glaubt. Zum Beispiel wird dann so ein Satz geäußert hier von einem dieser Scharlatane, der so behauptet, das sei ein Fehler zu denken, dass der Mensch der Körper sei. Nein, die Wahrheit ist,
die Naturwissenschaft hat uns gelehrt, der Mensch ist genau der Körper, der ist. Der Mensch hat ein Gehirn, der Mensch hat keine Seele, sondern er hat ein Gehirn und er ist genau der Körper, der er ist. Bleiben Sie also einfach bei den Fakten und bei den Realitäten, dann werden alle Probleme lösbar, dann ist Gesundheit möglich, dann ist jede Krankheit auflösbar, denn der Mensch ist ein Körper, der genauso und jeder Körper muss artgerecht gehalten werden und im Prinzip ist die soziale Marktwirtschaft einfach nur der schlechtestmöglichste Zoo für die Art Homo sapiens. Also wir sind Homo sapiens und für unsere Art ist die soziale Marktwirtschaft ein katastrophaler Zoo, der uns übergewichtig werden lässt, krank werden lässt, der uns in Kriege schickt und so weiter. Und deswegen müssen wir die soziale Marktwirtschaft beenden. Also nochmal, der Mensch ist sein Körper. Und die einzige Ursache für Krankheit ist die soziale Marktwirtschaft. Und all dieses esoterische, kommerzielle Gerede davon, von irgendwelchen, dass das irgendwie anders sei, da wissen Sie dann sofort genau, das will sie abzocken. Auch die Psychologie ist eigentlich im Kern ist sie eine Naturwissenschaft und sammelt Daten über das Lernen des Gehirns als Speicher und so weiter. Aber da gibt es eben dann auch viel esoterischen Psychoquatsch sozusagen und Kinderquatsch. Ja, die Psychologie weiß genau, wie, dass man das ganz differenziert überlegen muss, ob diese Theorien von angeblichen kindlichen Traumata, die dann das ganze Leben unglücklich machen und auch Sigmund Freud und solche Sachen, ob das nicht, wie viel davon in den Bereich des Märchens gehört und was davon Wahrheit ist, das ist also sozusagen in der Psychologie eine ganz nüchterne Überlegung, aber wenn man natürlich Geld verdienen will und Menschen abzocken will, dann werden natürlich plötzlich aus Märchen und Fantastereien werden angebliche Gewissheiten. Ja? Da wird dann Psychoquatsch und Kinderquatsch gespielt sozusagen, ja? Oder Kindheitstraumata-Quatsch gespielt, ja. Nochmal, jeden Tag steht ein Dummer auf, der betrogen will. Zum Beispiel dann ist auch eine Maria Sanchez, da gilt dann auch der Satz, auch Dumme haben schöne Stimmen sozusagen. Die Geistheilung ist also da, habe ich ja eben schon gesagt, das Problem ist Scharlatanerie auf allen Seiten, weil in der sozialen Marktwirtschaft gibt es nichts anderes als Scharlatanerie, da sich die gewinnbringenden Irrtümer immer durchsetzen gegenüber den Wahrheiten. Und deswegen sind ja auch die zweiten Scientists for Future 2 wichtig, weil wir dann wenigstens jetzt mal einen Anker der Wahrheit haben sozusagen. Die sich, das geht aber nur, wenn zumindest Einzelne und weil Einzelne der zweiten Scientists for Future 2 sich rausgehoben haben aus der sozialen Marktwirtschaft, sich allen Marktzwängen entzogen haben und einfach nur für Wissenschaft und Wahrheit geforscht oder gearbeitet haben. Und nur dann ist es möglich, sich zu reflektieren und zu verstehen, aha, die soziale Marktwirtschaft generell ist ein Unwahrheitsgenerator, ein Irrtumsgenerator, denn gewinnbringende Irrtümer sind das, was bringt. Denken Sie nur an die gekaufte Wissenschaft, an gekaufte Studien und so weiter. Immer geht es darum, gewinnbringende Irrtümer. Dann mache ich also eine irrtümliche wissenschaftliche Studie, ja, und dann werde ich gut dafür honoriert von irgendeiner Industrie, irgendeinem Drittmittelgeber und so weiter, ja. Das heißt also, wir haben überall in der sozialen Marktwirtschaft, auch in der Wissenschaft, haben wir überwiegend es mit gewinnbringenden Irrtümern zu tun, ja. Deswegen nochmal der letzte Satz, der ist der erste wieder. Die soziale Marktwirtschaft bzw. der Kapitalismus und die mangelnde Klugheit der Menschheit sind die Kernursachen allen Leidens und aller Probleme.
Bitte Kommentare dazu, was verstehen Sie, wenn Sie die vielen anderen Videos schauen, was verstehen Sie da noch nicht vielleicht, wo muss noch was erklärt werden. Bitte Kommentare unten rein. Tschüssi.